Wenn Sie sich ein Bild von den letzten Jahren der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie verschaffen wollen, verehrte Zuseher, dann haben Sie eine recht breite Auswahl. Sie können sich die Farbfilme über Elisabeth, vulgo Sissi, die Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern und spätere Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn betrachten. Die schöne, arme Frau starb, wie Sie sich erinnern, durch das Attentat eines Anarchisten im September 1898, gut zwei Jahrzehnte vor dem Ende dieser Monarchie. Sie können, wenn Sie den strengeren, den akademischen Weg wählen wollen, auch auf hervorragende historische Untersuchungen zurückgreifen, etwa die einschlägigen Standardwerke des österreichischen Historikers Karl Wojtyla. Sie sind aber keineswegs schlechter beraten, wenn Sie sich als Freunde dieser Sendung über die Weltliteratur dem wunderlich ergreifenden Werk des Schriftstellers Josef Roth zuwenden, der 1894, exakt 4 Jahre und 6 Tage vor der Ermordung von Sissi, in einer kleinen jüdischen Gemeinde, in einem Städtel in Galizien, im westlichen Teil der heutigen Ukraine, geboren wurde. Zu jener Zeit gehörte dieses Gebiet noch zum Kaiserreich und Königtum Österreich-Ungarn. Im Volksmund und in allen Amtspapieren wurde es schlicht KUK genannt. Josef Roth gilt zu Recht als einer der bedeutendsten Chronisten des Zerfalls dieses Reiches. Er war Chronist, Beschwörer und nicht zuletzt Opfer des Untergangs. Der Jude Josef Roth war, um es in seinen eigenen und in der damaligen Sprache seiner Glaubensgemeinschaft zu sagen, er war ein Auserwählter. Sein Gott hat ihm unendlich viele Talente geschenkt und ihn mit unendlich vielen Kümmernissen geschlagen. Zu seinen Talenten zählte eine von ganz wenigen Zeitgenossen erreichte Kunst der Sprache und der dichterischen Fantasie. Zu den Kümmernissen der Hang zu einer überbordenden Eifersucht und ein nicht weniger überbordender Hang zum Alkohol. Man muss kein Freund von psychologischen Gemeinplätzen sein, um hier zu konstatieren, dieser Josef Roth hatte offenbar zeitlebens eine schreckliche, eine panische Angst vor dem Verlassenwerden, vor dem Alleinsein. Literaturhistoriker, Biografen, Freunde des Autors haben auf einen naheliegenden Zusammenhang hingewiesen. Josef Roth verlor noch bevor gleichsam der weltliche Übervater, das Habsburger Reich, zusammenbrach, seinen eigenen Vater. Und wie er ihn verlor, das hätte wiederum eine Geschichte sein können, die aus seiner eigenen Feder stammte. Dieser Vater, Nachum Roth, handelte für eine Hamburger Firma mit Getreide und verlor nach einer brenzligen Geschäftssituation an der Grenze den Verstand. Man brachte ihn später in ein Irrenhaus, danach noch zu einem Wunderrabbi, bei dem er bis zu seinem Tod bleiben durfte. Er soll sehr friedlich gewesen sein und ununterbrochen gelacht haben. Einerseits war es für die Familie Roth eine große Erleichterung, Josefs Vater bei dem Wunderrabbiner in guter Obhut zu wissen. Andererseits stellte sich hier ein Problem. Nachum Roth lebte gleichsam außerhalb dieser Welt. Er war aber nicht tot. Als Geisteskranker war er juristisch nicht handlungsfähig. Er konnte so seiner Frau nicht den Scheidungsbrief schreiben, als diese sich wieder verheiraten wollte. Und seine Krankheit wiederum galt als ein strafendes Zeichen Gottes, das nicht nur auf ihn, sondern auf seine ganze Familie wies. Was macht ein künftiger Schriftsteller in dieser Lage? Richtig, er erfindet sich, wie Roth es tat, einen Stammbaum, gibt sich wahlweise als das uneheliche Kind eines Offiziers, einer Adeligen oder eines Rüstungsfabrikanten aus, versucht, den Makel der Nähe, der körperlichen, erblichen Nähe zu einem Geisteskranken durch die bestmöglichen Schulnoten wettzumachen, löst sich sprachlich von den Idiomen, die in der Heimat gesprochen werden, dem Jiddisch, dem Polnischen, dem Ruthenischen, was weiß ich, und perfektioniert sein Deutsch. Im Frühjahr 1914, ein halbes Jahr vor dem Ausbruch jenes Krieges, der seinen Kosmos untergehen lassen wird, immatrikuliert sich Josef Roth an der Wiener Universität, im Fach Germanistik, selbstverständlich. Man muss, verehrte Zuseher,
bei solchen Zusammenfassungen eines Lebenslaufes naturgemäß viel zusammenpressen. Damit nichts Wesentliches verloren geht, möchte ich Ihnen nur noch einmal drei Zentralbegriffe ins Gedächtnis rufen. Die Heimat von Josef Roth war jenes fast mystische Imperium, das über einen halben Kontinent Menschen der verschiedensten Kulturen und Sprachen zusammenband. Es war auch die Heimat der sogenannten Ostjuden, die das Ambiente des jungen Josef Roth bildete, geprägt von Bettlern und von Wunderrabbinern, von Kaufleuten und den Opfern regelmäßiger Pogrome. Wie es in einem der schönsten Romane von Josef Roth in »Das falsche Gewicht« aus dem Jahr 1937 hieß, hier wogen die Leute noch mit der Hand und maßen mit den Augen. Banaler gesagt, die Gesetze von genormten Gewichten oder mit dem Zollstock ausgemessenen Umfängen galten hier nicht. Josef Roth trauerte eben um sehr viel mehr als um jenes staatsrechtlich nur sehr mühsam zu legitimierende Produkt des österreichischen Kaiserhauses, das bald auch aus eigener Schuld diese Welt verlassen würde. Er blickte, guter Sozialist, der er später wurde und dann wieder nicht wurde, wehmütig auf Sissi und auf Franz Josef. Aber, und das ist ganz wichtig, er verlor nie jenes Städtel der Ostjuden. Er verlor nie deren weiten Kulturraum aus dem Auge, den der Holocaust in seiner Brutalität wenige Monate nach des Dichters Tod systematisch zu vernichten begann. Dank Josef Roth konnte diese Welt nicht vollständig ausgelöscht werden, wie es Hitlers Mörderbande plante. Es gab eben diesen genauen, gewissenhaften Chronisten, der Bücher veröffentlichte, wie zum Beispiel »Juden auf der Wanderschaft«, eine Sammlung von Reportagen, die Josef Roth 1927 vorlegte. Aber nicht weniger wichtig scheint mir, dass neben dem gleichsam ethnografisch bewahrten, auch eine Form des Glaubens weiter am Leben gehalten wurde. Der Glaube etwa an die Kraft eines Wunderrabbiners oder eines Tzaddiks, der einen Dibuk austreiben konnte. Der Dibuk, das ist ein böser, ein tödlicher Geist, der in die Menschen fahren kann. Selbstverständlich, werden Sie jetzt sagen, verehrte Zuseher, selbstverständlich gibt es Dibuks. Sie fuhren damals in jene Menschen, die sich die Uniformen der SS, der deutschen Wehrmacht, der Polizeikräfte übergestreift hatten oder als deren zivile Kommandeure und Helfershelfer verbrecherische Kommandos gaben. Nur half gegen diese Verbrechen kein Tzaddik. Tzaddik ist übrigens das Wort für den Gerechten. Doch wenn es überhaupt einen Trost gibt, das Totengebet, das Josef Roth dieser Kultur sprach und schrieb, hat einen Teil der Hoffnung auf Wunder aufgehoben. Mit dem literarischen Schreiben begann Roth während der Kriegszeit. Durch ein paar Glücksfälle war er zuvor in Wien in einen ökonomischen Stand gekommen, der es ihm erlaubte, sich als gesellschaftlich halbwegs arriviert auszugeben. Wenn auch als Schmähtandler, wie man damals sagte, als frecher, nicht unbegabter Kaffeehausliterat. Für einen Jungen, unbekannten Ostjuden war das in der Metropole ein gewaltiger Sprung auf der Karriereleiter. Die allgemeine Kriegsbegeisterung teilte Roth anfangs nicht, doch da ihm auch die Angst vor dem Nicht-Dazugehören ein Wesensmerkmal war, meldete er sich 1916 als Freiwilliger zu den Feldjägern, kam zur Propaganda und landete schließlich als einer von wenigen Kriegsberichterstattern, die auch nach dem Ende des Krieges mit Neugier gelesen wurden. So konnte Roth schon 1919 zu einem Kreis von Journalisten stoßen, der Namen, ich nenne hier nur Alfred Polgar und Egon Erwin Kisch, zu den Legendengestalten des deutschsprachigen Journalismus zählen. Der Sohn eines von Wahnsinn geschlagenen jüdischen Getreidehändlers aus Galizien war in der großen Welt der Zeitungen angekommen. Hatte er sich dabei Feinde gemacht? Neider? Na klar. Der große Kollege Egon Erwin Kisch wies Roth nach, dass er entgegen dessen Behauptung nie in russischer Gefangenschaft geraten sei, womit er recht hatte. Und Josef Roth
konnte nie damit kontern, dass auch der berühmte, der fabulöse Egon Erwin Kisch es mit der Wahrheit bisweilen nur so genau nahm, wie es seine Leser von ihm erwarteten. Er hätte sonst bei manchen Berichten über die Gabe verfügen müssen, gleich durch mehrere Mauern hindurchsehen zu können. Auch Journalisten sind nicht davor gefeit, sich bei für den Reporter widrigen Umständen auf Wunder der Eingebung zu verlassen. Unberührt von diesen Scharmützeln wurde Josef Roth, wir befinden uns jetzt Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wurde Roth zu einem Starjournalisten. Er schrieb für so verschiedene Blätter wie den Berliner Börsenkurier, später für die Frankfurter Zeitung, heute die FAZ, als dann für die Münchner Neuesten Nachrichten, heute die Süddeutsche Zeitung, mithin für die feinsten, die konservativsten, die zahlungskräftigsten Häuser im publizistischen Tagesgeschehen des Deutschen Reiches. Er arbeitete aber auch für den sozialdemokratischen Vorwärts und für die Wiener Arbeiterzeitung. Schreiben war Handeln, wie er sagte, doch es war gleichzeitig auch ein Handel, bei dem das Falschen dazugehörte. Auch auf diesem Gebiet, auch beim Falschen, sagte man Roth eine gewaltige Begabung nach. Und das Schnorren beherrschte er offenbar in einer solchen Virtuosität, dass seine Opfer oft erst sehr viel später merkten, dass sie tatsächlich zu Opfern geworden waren. Man darf seinen damaligen Lebensstil als mondän bezeichnen, doch auch in den Momenten dieses Glücks gab es stets einen Dipuk, der dem Schicksal eine böse Wendung gab. So erkrankte seine Frau Friederike 1927, da waren die beiden gerade 5 Jahre verheiratet, an einer schweren Demenz, die letztlich dazu führte, dass sie mehr als ein Jahrzehnt später in Österreich von den sogenannten Euthanasieärzten des Großdeutschen Reiches umgebracht wurde. Es schien, als wiederholte sich ein Muster von Verlassenwerden. Roth, der auch zuvor schon viel getrunken hatte, begann noch mehr zu trinken. Auf seine literarische Produktivität hatten diese, wir dürfen sie Exzesse nennen, scheinbar keine wahrnehmbaren Auswirkungen. Seine großen Romane wie Radetzky-Marsch, die Geschichte des Niedergangs einer Familie, deren berühmtestes Mitglied einmal dem großen Kaiser Franz Josef das Leben gerettet hatte. Diese Romane entstanden in nur wenigen Monaten. Genauso wie jenes Werk, aus dem ich Ihnen vorhin kurz erzählte, der Roman »Das falsche Gewicht«. Dieses Buch erschien 1937 und erzählt die traurige Geschichte vom Schicksal des Eichmeisters Anselm Eibenschütz, dessen Liebe den verlässlichen Regeln des Militärs gehört, der aber ein Leben unter Menschen führen muss, die lieber selbst über ihre Gesetze bestimmen. Oder hier kommen wir wieder sehr nahe an den Autor selber heran, das Büchlein »Die Legende vom heiligen Trinker«. Eine Erzählung, in der es einem Mann immer wieder gut geht, weil sein Dibuk ihm statt unerwarteter Strafe unerwartetes Glück schenkt. Als diese Geschichte, die Legende vom heiligen Trinker, erstmalig erschien im Herbst 1939, da war der Autor bereits seit einem halben Jahr tot. Er starb an einer wohl alkoholbedingten Lungenentzündung in einem Pariser Armenspital. Da hatte er wieder Besuch bekommen von seinem Dibuk.